Morgens vor einer kleinen Bäckerei in Thailand. Achim Jedamczyk und seine Freundin Phon fahren Brot und Brötchen aus. Wenn Kopangan langsam erwacht, ist der Bäcker schon seit 2 Stunden auf den Beinen. Seit 2 Jahren sorgt der Schwabe hier für frisches Brot. Anders als in Deutschland backt er hier aber unter Palmen. In Deutschland wäre ich versauert. In meiner kleinen Küche, bei schlechtem Wetter. Und hier ist die ganze Kultur einfach freundlich, höflich, hilfsbereit. Gründe, den Schritt zu wagen, gab es viele. Deutschland war mir zu sehr deutsch. Arbeiten, schaffen, schaffen, Häusle bauen. Das soziale Leben ging so an mir vorbei. Und hier habe ich ein viel schöneres Umfeld. Die heutige Tour führt den 53-Jährigen in den Süden der Insel. Sein Ziel? Bobas Café. Unter ausländischen Inselbewohnern bekannt für Kaffeespezialitäten und gesundes Essen. Good morning. Guten Morgen. Hey Achim, wie geht's dir? How are you? Gut. Und dir? Gut, danke. Was hast du für mich? Die veganen Burgerbrötchen, die du bestellt hast. Wir kaufen von Achim, weil meine Kunden Qualitätsprodukte mögen. Und wir unterstützen die lokalen Betriebe. Da wird alles frisch geliefert. Noch vor knapp 3 Jahren betreibt Achim ein gut gehendes Restaurant im schwäbischen Esslingen. Dennoch träumt er vom Auswandern. Ein Urlaub auf Koh Samui ändert schließlich sein Leben. Hier lernt er seine spätere Freundin Phon kennen und bekommt das Angebot, in Urlaubswellen für Gäste international zu kochen. Er greift zu und zieht auf die Insel. In Samui habe ich gekocht und nach Bangan bin ich gekommen, weil ich den Bäckerberuf einfach brutal liebe. Denn Achim ist gelernter Koch und Bäcker. Als auf Koh Phangan das deutsche Sweet Café einen Bäcker sucht, zieht Achim mit seiner heute 23-jährigen Freundin auf die Nachbarinsel um. Doch mit Covid bleiben die Touristen aus. Die Inhaberin des Sweet Café gibt Ende 2020 auf. Statt das Café zu übernehmen, erfüllt Achim sich den Traum einer offenen Schaubäckerei. Mitten in der Pandemie investiert der Schwabe in einen teuren Standort. Ja, ich habe Angst gehabt, eine Investition zu machen, den Privatkredit. Und viele sagen, ich bin verrückt, in der Zeit was selbstständig größer zu machen. Aber das hat sich rentiert. Die Bäckerei ernährt inzwischen auch die ganze Familie seiner Freundin Phon. Sie ist glücklich mit Achim. Er liebt meine Familie. Er ist eher ein Familienmensch, geht nicht auf Partys, trinkt nicht. Die Familie bedeutet ihm alles. Phons Eltern packen in der Bäckerei mit an. Ein eingespieltes Team. Weitere Verwandte kümmern sich mit und um den Verkauf der Backwaren. Mittlerweile hilft die ganze Familie mit. Die richtet die Teige, die macht die füllte Croissants. Das ist richtig so ein kleiner Lehrling, macht die ersten Brezeln schon ganz alleine. Und wir sind so eine kleine Familienbäckerei. Corona hat die beiden zur Kreativität gezwungen. Weil mangels Touristen nur noch wenige Hotels auf der Insel bei ihm ordern, verschickt er seine Waren jetzt per Kurier in die Hauptstadt Bangkok. Das muss jetzt gut verklebt werden wegen den Ameisen. Die sind überall, wo es Essen gibt. Die ganzen Bestellungen, die jetzt reinkommen, die nicht von der Insel sind, die helfen uns zu überleben. In der Bäckerei, die auch ihr Zuhause ist, werden Achim und Phon bereits sehnsüchtig erwartet. Von Söhnchen San Miguel. Mit seinen 1,5 Jahren lernt er gerade das Sprechen. Sehr praktisch für Papa Achim. Wir lernen zusammen Thai. Also ich versuche genau die Worte aufzuschnappen, die er jetzt gerade lernt. Wie Fisch, Hund, einfache Worte wie Auge. Und das machen wir zusammen. Und dann ist es für uns beide einfacher, uns mal mehrsprachig zu unterhalten. Und ich kann mich dann auch mit davon besser unterhalten. Der hintere Teil der Bäckerei führt zu einer Mischung aus Geschäfts- und Privaträumen. Bei den Temperaturen muss man wahnsinnig viel mit Gefriertruhen arbeiten. Und ich mache alles halbgebacken.
wir wohnen hier und wir arbeiten hier. Nur wenige Schritte trennen Achims Job von seinem Privatleben mit der Familie. Ganz Thai-Style eben. Alle zusammen, das ist auch schön für den Nachwuchs. Achim liebt die Einfachheit und das Verschmelzen der Kulturen. Mittlerweile kann ich auch ein bisschen Thai kochen. Und es kommt alles auf den Tisch. Und dann isst jeder, was er Lust hat. One more chair. Noch reichen Achims Sprachkenntnisse nicht aus, um sich intensiv am Gespräch beteiligen zu können. Eigentlich will ich nicht alles verstehen. Vielleicht spricht jemand schlecht über mich. Nein, es geht ganz gut. In Thailand dreht sich alles um die wichtigste Beschäftigung des Lebens, das Essen. Nicht umsonst heißt es hier, nach dem Essen ist vor dem Essen. Die Geselligkeit in der Familie gefällt Achim. Ich fühle mich zu Hause. Ja, und das ist ein angenehmes Gefühl und ja, das ist gut für die Seele. Und die Liebe zum kleinen San Miguel verstärkt dieses Gefühl. Achim hat alles richtig gemacht. Sein Bäckerjob gibt den Takt für die Familie vor. Nach dem üblichen Mittagsschlaf machen sich alle auf den Weg zum Strand. Der Lieferwagen der Bäckerei wird kurzerhand zur Familienkutsche umfunktioniert. Wir fahren jetzt mit unserem SUV. Da passen 9 Leute drauf, Minimum. Der Lieblingsstrand der großen Familie ist nur rund 2 Kilometer entfernt. Er liegt nah am Hafen der Inselhauptstadt Tongsala. Hier gibt es ausreichend Schatten und flaches Wasser zum gefahrlosen Herumplanschen für die Kinder. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Einfach leben und arbeiten in einer positiven Umgebung, mit positiven Leuten und einer wunderschönen kleinen Bäckerei. Achim im Glück. Sein Traum hat sich erfüllt. Bis die Insel wieder von tausenden zahlungskräftigen Touristen besucht wird, vergehen wahrscheinlich noch Monate. Doch mit seinem Optimismus wird der fleißige Schwabe wohl auch diese Durststrecke überstehen.